eins von beiden wenigstens hier erkläre. Und ich erkläre natürlich beides, weil das schnell geht. Okay, also beim Spiel Fistbar stehen alle Spieler im Kreis, alle Zwerge im Kreis. Reihum wird nun von 1 hochgezählt. Anstatt von Zahlen, die durch 3 teilbar sind, muss man jedoch Fist sagen. Und Bass bei Zahlen, die durch 5 teilbar sind. Ist eine Zahl sowohl durch 3 als auch durch 5 teilbar, so sagt man Fistbass. Wer einen Fehler macht, scheidet aus. Und jetzt sollen wir also gleich diese unendliche Liste implementieren, die eben nach dem wichtigen Schema das zurückgibt. Okay, wie würde ich das machen? Ich mache es jetzt erstmal mit Guards. Dann so ein kleines bisschen den Terminal wieder rüberschieben. Nach rechts, ja. So, ne? Okay, wunderbar. Also, wenn die Zahl durch 3 teilbar ist, dann soll es Fist sein. Wenn die Zahl durch, und ich habe einen Fehler gemacht, wenn sie durch 5 teilbar ist, dann soll es Bass sein. Und wenn sie sogar durch beides teilbar ist, das muss ich vorher abfragen, ja, weil er die Bedingung von oben nach unten durchgeht. Dann soll es Fistbass sein. Jetzt habe ich hier noch einen Zutrittsfehler. Ja? Verwendest du dann Pattern Guards und nicht Guards? Pattern Guards ist eine Extension, du musst die F von N, ja, N-Linker wegmachen und einfach nach dem ersten F eine neue Zeile reinpacken und dann immer einmal eingerippt haben. Was meinst du? Das ist N vorne nicht. Vor den Pipes, nicht vor jedem Pipes nur FN, sondern nur oben einmal. Ja, richtig, richtig. Es ist nicht falsch, aber genau so wäre es idiomatisch. Das ist halt eine andere. Ja, ja. So, testen wir kurz, ob es kompiliert, bevor wir uns den Code genau anschauen. Weil ich noch ist gleich 0 vergessen habe, ne? Genau. Und das ganz unten steht ja auch nochmal FN. Ja, ja, es war, ich habe krass viele Fehler gemacht. Wie bitte? Der Compiler hat alles gefunden, ja genau. Also ich musste kein einziges Mal hier das Programm ausführen und warten, bis zur Laufzeit irgendein Fehler kommt. Ne? So, und das würde ich idiomatischer auch so schreiben. So, jetzt hat es geklappt. F0 ist Fistbass, weil es 3 teilbar ist. 0 ist nämlich das Nullfache von 3 und das Nullfache von 5. Das hat geklappt, das hat geklappt. So. Und 15 wird interessant, das ist Fistbass. Okay, jetzt machen wir gerade noch die Aufgabe zu Ende und dann erkläre ich, was da passiert ist. Fistbass, das soll jetzt die Anwendung sein von F auf 0, F auf 1 und so weiter und so fort. Also schreiben wir das. Von 1, mein Weg. Also, was passiert hier? Ecke, Klammern, 1, Punkt, Punkt. Das ist eine unendliche Liste aller natürlichen Zahlen. Die kann es einfach geben. Ich kann ihnen eine Variable tun, ich kann das so und so viele Element zurückgeben und so weiter. Funktioniert alles. Ich bekomme halt dann eine Endlosschleife, wenn ich versuche, alle auszugeben. Klar, ja? Aber solange ich das nicht versuche, ist das völlig wohldefiniert. Und jetzt wenden wir auf jede der natürlichen Zahlen jeweils die Funktion f an und kriegen so also nacheinander Fistbass, Fistbass oder eben die Zahl selbst als String. Grob okay. So, dann kurz was machen, also diese Striche. Das nennt sich ein Guard. Das ist so wie bei Pattern Matching, aber es ist so ein bisschen, es ist eingeschränkt oder allgemeiner, je nachdem, weil wir nicht jetzt schauen, wie n aufgebaut ist. N ist nämlich einfach eine Zahl, die hat keine besondere Art und Weise des Aufbaus. Es ist nicht so, dass sie entweder leer wäre oder einem Kopf gefolgt mit einem Schwanz. N ist einfach eine Zahl. Und dann kommen hier einfach 4 Bedingungen hin und diese Bedingungen können beliebiger Haskell-Code sein, solange halt zu einem Bool evaluiert. Und hier ist halt die Prüfung, dass n durch 3 aufgeht und dass n durch 5 aufgeht. Wenn das der Fall ist, schreiben wir Fistbass. Analog in den beiden Fall und dann gibt es noch den Restfall. Otherwise. Und otherwise übrigens, das ist nicht irgendwie syntaktischer Zucker, sondern otherwise ist einfach eine Konstante und zwar true. Otherwise ist nur eine kurze Weise für true. Ja? Das ist die Bedingung, die immer zu wahr evaluiert. Also so kann man das mit Guards schreiben. Das ist doch syntaktischer Sugar für True. Ja, genau, aber es ist nicht eingebauter syntaktischer Zucker, es ist nur eine Funktionsdefinition. Ja.
Gut. Wenn es keine Fragen zum Guards gibt, dann zeige ich kurz, wie das mit if geht. Okay, if. Wenn es mit if machen wollen, dann geht es so. Ah, doch, ich hätte noch eine Frage. Gerne. Was mache ich, wenn meine Funktion nicht nur einen Parameter hat, sondern zwei Parameter? Oh, das macht gar nichts. Also dann kriegt ihr vielleicht noch einen Bool, um irgendwas zu machen, ne? Mhm. So. Okay, und jetzt hast du hier halt den zweiten Parameter und deine Bedingungen hier können, aber müssen nicht das B verwenden, je nachdem halt. Ah, und auch mein Code ganz hinten hinter dem Bisschen, ja, dürfte das auch verwenden. Der kann jetzt hier das N verwenden, er kann auch das B verwenden. Ah, okay. Gut. Okay. In diesem Fall, fürs was? Ansonsten eine neue If-Anfrage. Ich tippe einfach von oben ab, ne? Und jetzt noch eine letzte If-Anfrage. So. Wir können es testen. Es funktioniert. Jetzt habe ich es hier mit if. Und ihr seht schon, was übersichtlicher ist, ne? Das ist. Wie wird das? Von der Einrückung her, meinst du? Ja, aber das kannst du hier auch. Es wird ja von oben nach unten durchgegangen. Das N mal 3 aus. Könntest du, ja. Ja, genau. Aber das ich glaube, kurze Frage, meine Kutoporn, ich glaube, das ging hier oben auch. Ne? Kann ich nicht hier schreiben M und dann where M gleich N mal 3, wenn ich das richtig eingerückt habe, den Where-Block? Auf jeden Fall ist die Syntax if, dann kommt eine Bedingung, die zu true oder false evaluieren muss, und dann then und else. Wie heißt die obere Syntax oder die obere Art? Die heißen guards. Guards. Ja, also das ist aber kein, ist das eine Funktion dann noch? Also kann ich jetzt da davor auch noch irgendwas machen? Nee, also diese senkrechten Striche, die sind wirklich Syntax von Haskell. Ja. Und du kannst vorher nur halt... Beispiel n ausgeben würde, in diesem Kontext, geht das irgendwie? Ah, okay. Das ist eine schöne Frage. Ich habe vorher probiert, das war dann relativ kompliziert, weil ich das irgendwo einbauen muss. Also der Befehl, um was auszugeben, lautet putStreamLine. Mhm. Und dann willst du irgendwie n machen. Mhm. Und keine Ahnung, dann willst du noch schauen, ob n Modul 5.0 ist. Ja. Ja. Okay, sowas geht nicht. Ja. Und das hat einen tiefen, tiefen Grund, der eben die Fortgeschrittenen heute den ganzen Vormittag schon beschäftigt hat. Kurz gesagt, ist das einer der Hauptvorteile von Haskell. Haskell-Code kannst du rein lokal verstehen. Deswegen, weil es gibt keine globalen Variablen oder überhaupt Variablen, die man ändern könnte. Wenn ich 5 Zeilen Haskell-Code habe und ich will die verstehen, muss ich nur diese 5 Zeilen durchlesen. Es kann nicht sein, dass Funktionen, die da aufgerufen werden, noch irgendwie meine Variablen ändern oder sowas. Ja. Insbesondere gibt es auch keine Eingabe und Ausgabe in Haskell. Sowas wie putStringLine oder schlimmer noch getLine, lese was von putStringLine, gibt es nicht in Haskell. Weil das können, also nicht so einfach, weil es kann keine Funktion geben, Getline quasi macht, weil Getline, das Ergebnis von Getline würde ja davon abhängen, was der Benutzer eintippt. Aber Funktionen in Haskell müssen bei der gleichen Eingabe immer dieselbe Ausgabe produzieren. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, das heißt referenzielle Transparenz. Okay, und daher braucht man einen Trick, der heißt Monaden, und das erklären wir euch am Ende dieses Workshops, und die anderen eben machen das heute den ganzen Tag schon. Und damit kann man das dann doch wieder machen, allerdings nicht so. Ja? Es gibt aber was ich da sagen sollte, nämlich Trace. Ja? Das habe ich vor. Genau. Zum Debuggen ist es manchmal gut, trotzdem zu sehen, was gerade an einer Stelle ausgewertet wird. Obwohl es also Haskell-mäßig erstmal quasi komplexer ist, aus verschiedenen guten Gründen, die dann auch wieder Vorteile haben, aber wie auch immer. Zum Debuggen ist es gut, einfach mal zu sehen, hey, was ist der Wert von dieser Variable n? Ich schere mich gerade nicht um, dass es mathematisch elegant und ganz toll ist. Ja. Und das geht in Haskell, was wieder ein schöner Punkt ist, wo mir die Haskell-Community gut gefällt, weil es quasi nicht mathematisch perfekt jetzt ist, aber halt praktisch super sinnvoll. Ja? Das geht so. Ich mache das hier bei der Funktion g. Klammern werden unnötig, aber gleich sind sie wichtig. Also, trace, was ist das für eine Funktion? Mache ich gleich, genau.
Trace nimmt zwei Argumente, einen String und ein A. Und semantisch ist Trace Hallo X komplett dasselbe wie X. Ja, also das erste Argument wird rein prinzipiell einfach verworfen und das zweite wird wieder zurückgegeben. Aber tatsächlich passiert noch ein Nebeneffekt, nämlich eine Nebenwirkung, nämlich was auch immer dieser String ist, der wird einfach rausgegeben. Ja? Das heißt, hier evaluiert das dann zu True, weil wir 3 gleich 3 haben. Und es wird aber noch Hallo als Nebeneffekt rausgegeben. Jetzt wird es false. Und über diesen Trick kann man also sich alle möglichen Hilfswerte kurz anschauen, zum Beispiel so. Wenn ich das jetzt gleich ausführe, wird Hallo, Doppelpunkt, Leerzeichen und dann eben n ausgegeben. N ist die Funktion, die einen int nimmt und daraus einen String macht, der ihn in Anführungszeichen setzt. Testen wir es. G10, G15, G17, ja, gibt jetzt immer das da aus. Und ja, das ist eben die Debatte. Da kann man eben schön die Sache sehen. Und ja? Hätte ich diesen Trace auch in der Guard-Syntax einbauen können? Ja, oder ja. Nö, genau. Überall, du kannst dann sagen, hier, Trace, vielleicht auch Show. Aber ich kann nicht, also mir fehlt so ein bisschen bei der Guard-Syntax das Verständnis, ist das quasi Funktionskörper? Also kann ich vor diesem Guard noch irgendwas Normales, also was nicht Guard-Syntax ist, schreiben? Oder ist das... Nein, das geht nicht. Ich muss innerhalb, ich müsste jetzt, wenn ich den Wert sehen möchte, müsste ich in allen drei Stellen den Trace schreiben, statt den vorher einmal. Ja, genau, das ist so, genau. Wenn du sagst, das ist doof, dann, dann stimme ich da so ein bisschen quasi momentan zu, wobei das nicht so häufig vorkommt, dass du in all solchen Fällen. Aber wie könntest du es emulieren? Du nennst diese Funktion in f' um und machst dann fn, sagst du trace, show n und dann f. Dann kannst du einfach mit vorher machen. Ja, achso, ja, genau. So, where, meintest du so? Ich meine, dass man schreibt, also n', where n' ist vielleicht trace. Okay, das geht auch, ja. Genau, danke, das ist gut. Also ich schreibe hier n' überall hin oder an den Stellen, wo es mich interessiert. Und hier sage ich, was n' ist. Aha. Das ist eigentlich auch noch eine Sache, die ich nicht wirklich erklärt habe.